So, und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben, Part Nummer 79, entlang der Palisade. Jo, ich will jetzt hier weiter entlang gehen und versuche halt die Orks da hinten so ein bisschen abzukriegen. Die Frage ist, wie kriege ich das? Ich habe gespeichert, das ist alles voll. Nee, ist es nicht. Nicht ganz. Eine Feuerwurzel nehme ich noch. Okay, die Orgelite ist mehr, wenn ich die in Schach halte, sodass die mich nicht kriegt, sollte das auch kein Problem sein. Oh, jetzt hat sie ordentlich abgekriegt. So, das war ein bisschen knapp, aber es war cool, dass ich das doch hingekriegt habe. Ich werde jetzt nochmal meinen Mana so ein bisschen auffrischen. Ja, das können wir trinken, komm. Hallo Orkschamane, na? Ja, Feuerball kriegt ja natürlich nicht so viel Schaden. Da liegt der Orkkrieger. Komm, kann ich dich triggern? Komm her. Komm näher. Stufe gestiegen, super. Dann brauche ich den Rechner ja jetzt nicht mehr. Perfekt. So, jetzt mache ich mich nochmal heile. Das Fernando-Schwert müsste doch auch hier irgendwo sein. Ich meine, die Orks hätten das hierher gebracht. Wenn ich mich nicht täusche. Okay. Brutale Ork-Axt, Trank, Spruchrolle. Die Ork-Äxte sind natürlich, sehen zwar ganz nice aus, aber man muss halt auch sagen, dass die sich eigentlich nicht rentieren, weil die viel zu wenig Schaden machen und zu viel Stärke brauchen. Das sind halt keine Waffen für den Menschen. Von daher blöd gelaufen. Sag mal, wo haben die das Fernando, das Schwert von dem, nee, nicht Fernando, sondern von diesem anderen Typen da hingebracht? Liegt das vielleicht da? Auf jeden Fall nochmal speichern und Mana tanken. Ah, so lang. Zum Glück habe ich ja noch von den Kleinen. Mal drei Stück genommen. Was das schwarze Erz bringt, weiß ich immer noch nicht. Kommen sie alle drei. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Okay, das war ein Problem. Aber warum? Ging mir jetzt ein bisschen zu schnell. Super, keine Ahnung, wie ich das hingekriegt habe, aber ich freue mich. Ah, geil. Der Ork, der angegriffen wurde, kommt nicht und die, die eigentlich nicht kommen sollte, kommen. Na gut, von mir aus. Die Ork-Eliten sind immer noch ein harter Kampf.
Dingsbums. So, in Mana verschwende ich jetzt keine Lernpunkte mehr. Dafür habe ich es zu verkackt. Weil das kostet, Mana kostet jetzt extrem viel. Das bedeutet, wenn dann nur noch in Stärke. Sonst hätte ich mir nämlich den ganzen Mana-Kram nämlich aufsparen müssen. Aber so richtig, dass ich sagen würde, es hätte mir leid getan, ist mir jetzt auch nicht wert, dass ich den ganzen Scheiß nochmal zu Hause, was heißt zu Hause, das war dumm, dass ich den ganzen Scheiß jetzt nochmal offscreen nachspiele und halt irgendwie noch mehr in Mana investiere und dann das ganze Mana-Scheiß trinke, dass ich ein paar Punkte Mana, paar Mana-Punkte mehr habe. Da muss ich sagen, das ist es mir jetzt nicht wert. Spruchrolle, was liegt hier? Nichts, okay. Und da liegt Zeug, aber immer noch nicht das, was ich suche. Gut. Ich habe nicht genug Mana, um das zu benutzen. Aber ich kann den Blauflieder essen. Was ich natürlich machen könnte, ist ständig hin und her rennen, um mich zu heilen. Und drei Orks. Naja, normal, gut, es ist. Ist jetzt nicht unbedingt. Ja, da hat er jetzt ordentlich eine abgekriegt. Ja, das kann man mal machen. Komm, das passt schon. Das war jetzt in Ordnung. Stimmt, hier bei der Palisade war ich ja im zweiten Kapitel nicht. Was auf der einen Seite schade ist, auf der anderen Seite auch nicht so schlimm ist. So, zwei Heilpflanzen. Feuernessel. Wir haben wieder ein paar Snapperkraut und wir haben wieder ein paar Heiltränke, ja, die trinke ich jetzt einfach mal. So, zwei von denen kann ich mir noch mal reinziehen. Gut, da hinten ist noch ein Wasserfall. Ob da noch was zu finden ist, vor allem unterirdisch, weiß ich nicht. Das Spiel ist halt leider so, ist halt, was heißt leider, finde ich eigentlich sehr geil, weil das Spiel genauso gestrickt ist. Das bedeutet, kann halt auch unter Wasser irgendwas zu finden sein, aber ich meine nicht. Deswegen will ich jetzt auch nicht das Let's Play. Gibt ja auch Leute, die zum Beispiel halt auch das Spiel Let's Playen und halt sich ziemlich schnell da durchrushen und halt mit 60, 70 Videos da fix und fertig sind. Da muss ich aber allerdings sagen, das möchte ich halt nicht, weil ich ja so viel wie möglich mitnehmen will. Ich hoffe von meinen wenigen Zuschauern, die mich gucken, nicht nur wenn es um Flo geht oder wenn es halt darum geht, den Graf irgendwie zum Haten zu triggern. So, weißt du was? Ich mache jetzt was Folgendes. Ich will jetzt mal eine Sache ausprobieren. Wo haben wir es denn? So, ich renne da jetzt mal rein. Ich zeige euch mal, wie das geht. Einfach hier vorbeirennen. Und. Na komm her, Ork-Elite. Hier bin ich. Auf. So kann man das machen. Mit Feuerregen. Kann man natürlich nur. Deswegen will ich mir unbedingt auch Dingsbum sparen. Ist schon cool. Ich will mir auf jeden Fall Lernpunkte sparen, um genau das zu lernen. Weil, Leute, das ist schon echt episch. Aber sechster Kreis der Magie können wir noch nicht lernen. Das ist wirklich einer der High-End-Lernsprüche. Und ich glaube, das kriegen wir auch. Werde ich auch, glaube ich, nicht wirklich schaffen. Weil mir dafür echt viel zu viel Dingsbums brauchen. Zu viel Mana.
Aber es war cool. Also das habe ich euch jetzt mal gezeigt. So kann man es natürlich auch machen. Jo. Geht schnell. Aber, naja, ist jetzt nicht so optimal. Ich werde gleich mal eine Aufnahmepause machen. Ich werde mal auf diese eine Kackfliege entfernen. Wenn mir die ganze Zeit um die Nase schwirrt, dann ist das nicht so geil, wie ich mir das vorgestellt habe. So, zwei Orks. Wenn ich da was mit Mana halt weghauen kann, ist alles gut. Was haben wir denn hier? Armbrustschützen. Brauchen wir jetzt nicht, aber wir sind immerhin Armbrustanfänger. Ja, brauche ich jetzt, wie gesagt, nicht dringend. Aber gut, ja, dann war das Schwert von dem hier doch nicht an der Palisade. Das ist blöd. Da hinten haben wir auch alles. Gut, haben wir hier alles abgeklappert. Ja, ein paar Orks gammeln hier noch rum. Ja, im Nahkampf ist irgendwie ist die Magie ein bisschen buggy. Das bedeutet, ja, blöd gelaufen. Nichts zu holen. Wie, die haben nichts. Das ist irgendwie ein bisschen schwach. So, hier gibt es auch noch was, aber dazu erst später, wenn wir so weit sind. Nichts zu holen. So, wie viel Mana habe ich denn jetzt noch? 14, das müsste ausreichen. Machen wir den Teleport zur Burg. Nummer 6. So. Gut, das Schwert von dem haben wir jetzt nicht gefunden. Wir haben aber Senkrad gefunden. Die Quest geben wir ab, dann gehe ich nochmal pennen und dann machen wir uns auf zur Drachenjagd. Komm, ich habe jetzt keine Lust, da jetzt noch großartig hier nebenher rumzugammeln. Wir werden sowieso nochmal durchs ganze Minental geführt. Hey! Ich habe Senkrad gefunden. Wirklich? Wo ist er? Er ist tot. Hier ist deine Armbrust. Er hatte sie bei sich. Er muss sich die Armbrust zurückgeholt haben, ist aber dann doch wohl von den Orks erschlagen worden. Verdammter Narr, ich wusste es. Gut. Stärke 99, stimmt. Stärke könnte ich auch noch was investieren. Ich muss mir mal angucken, wie viel, also eine Feuerring-Rune wäre schon geil. Muss aber mal gucken, wie viel Mana die frisst. Ich glaube, die frisst 300 Mana. Und so viel Mana werde ich nicht mehr hinkriegen, weil dafür habe ich zu viel in Stärke investiert, zu viel in Geschick und in andere Sachen. Von daher würde ich sagen, muss ich dann auch nicht diese Kreise... Also die Kreise werde ich erlernen, aber ich werde mir diese Runen nicht antun. Ja, das ist eines Chefs würdig. Gut, hier habe ich schon alles geplündert. Ich will mich einfach nur hier hinlegen. Ist mir egal, wer hier pennt. Ich bin hier Magier. Ich bin hier. Ah, Parzival. Gut. Für Innos. Jo. Hast du recht, mein Freund. So, Palisade. Blöd gelaufen. Doof. So, wir können natürlich das Tor hier auch noch aufmachen. Und dann kommen hier nochmal eine, spawnen hier nochmal eine ordentliche Horde Orks. Aber dann geht's rund. Dann brauchen wir uns hier echt nicht mehr blicken lassen. Vielleicht können wir das später nochmal machen, wenn wir hier komplett fertig sind und wir uns wirklich kreuzweise alle, also wirklich alle kreuzweise können. Aber ich würde sagen, nein. So, die haben jetzt alle vom Sumpf gelabert. Das bedeutet, wir sollten uns dann auch mal darauf dahin aufmachen. Oh, ich war beim Piratental und habe mir diesen scheiß Taschendiebstahl angelernt. Habe dann aber total vergessen, mich nochmal mit diesen Tränken zu versorgen. Das ist nicht so geil gewesen. Der Sumpf ist in diese Richtung. Und da will ich dann auch direkt hin. Ja, zur Burg will ich jetzt nicht. Haben wir überhaupt ein bisschen Kohle übrig? Jo, haben wir. Ich
vielleicht noch mal ein bisschen was verkaufen sollen. Also ganz ohne rumlaufen ist auch doof. Jetzt bin ich so ein bisschen am Überlegen. Mache ich das alleine? Oder hole ich mir Hilfe? Für den Sumpfdrachen kann man sich nämlich auch Hilfe holen. Aber ich glaube, Hilfe ist eigentlich gar nicht mal schlecht. Ja, hier habe ich noch nicht so viel abgegrast. Hier gibt es noch einiges zu entdecken. Rohstahl und eine Truhe. Links, nein, rechts. Rechts, links, links. So, das war's mit dir, du. Oh. Machen die jetzt hier meine Dingsbums alle platt? Ups, das war dumm. Ja, super, und ich kann mich nirgends hinlegen. Doch, kann ich. Doch, da ist hier ja Karagor. War das Karagorn? Kavalorn. Kavalorn, Entschuldigung. Hier ist ja Kavalorns Hütte. Da kann ich mich schon mal in Ruhe hinlegen. Oh, perfekt. So. Na gut, er hat sich jetzt im Bett ein bisschen festgeglitscht, aber da können wir ja jetzt rausspringen. Supi dupi. Ich werde mich jetzt mal mit den Drachenjägern da unten unterhalten. Die scheinen nämlich ganz. Das sind nämlich die Drachenjäger, die ganz in Ordnung sind. Mit denen kannst du dich auch. Kannst auch mal quatschen und die sind ja jetzt echt nicht böse. Speichern. Ich weiß es. Oh, 320 Gold. Nettes Lager. Du sagst es. Hier stinkt's wie im Schlachthof. Überall tote Viecher und vermoderte Bäume. Was machst du hier? Ich sitze hier schon einige Zeit und warte nur noch auf den richtigen Moment. Richtiger Moment? Wofür? Da drüben soll sich angeblich ein Drache aufhalten. Seit er hier ist, hat sich dort ein ziemlich übler Sumpf gebildet. Ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, als man in dieser Gegend noch keine nassen Füße bekommen hat. Doch jetzt würde ich da alleine niemals reingehen. Na gut, Rod ist noch da. Aber der läuft ja schon beim Anblick der Fleischwanzen davon. Was ist mit dir? Du bist sicher nicht nur zum Vergnügen. Warum nicht? Hilfe könnte ich brauchen. Das ist gut. Dann komme ich endlich hier weg. Der Gestank ist ja unerträglich. Sag, wenn's losgeht. Gut, trage ich das Auge Innos bei mir? Nein, Amulett der Geisteskraft brauche ich nicht. Auge Innos brauche ich. Weil wir machen uns jetzt langsam auf zum... Weißt du was? Ich mach's anders. Ich mach das so, wie ich mir das, wie ich die meisten XP alleine abgrase. Ich gehe den Weg zum Drachen solo. Gibt nämlich zwei Wege und die kannst du die einen Leute halt nach links und nach rechts schicken. Und hier zum Beispiel. Und die hauen dir dann den einen Weg halt platt. Aber ich weiß nicht ganz, ob man die Erfahrung, die von den Viechern, die die platt machen, bekommt. Das bedeutet, ich mache es lieber alleine. Gut. Hat sich erledigt. Mit der Fliege. Die habe ich gerade im Flug erwischt. Glückstreffer. Ja, beide will ich eigentlich. Wir haben so ein gleiches Angriffsmuster wie die Orks, nur sind halt ein bisschen stärker und looten halt nichts, ne? Da ist nichts zu. Ist natürlich sehr ärgerlich. So, ansonsten Sumpfgas, Drohne und so ein Geschiss. Ja, da musst du aufpassen. Die sind nämlich ekelhaft. Die Sumpfgasdrohnen. Deswegen die lieber von weitem platt machen. Okay, wegen einem Feuerball habe ich jetzt einen Trank verschwendet. Ja, blöd gelaufen.
Aber die, wenn es geht, halt. Und da liegt nämlich schon ein toter Dingsbums. Toter Drachenjäger. Ich werde jetzt alles so gut ich kann aufräumen. Den Weg. Dann werde ich die Jungs halt losschicken. Hallo, Sumpfei. Nichts zu holen. Gut, da ist nichts zu holen. Trinke ich nochmal so ein Ding. Mal gucken, ob ich die Sumpfei so krieg oder ob ich die nur so triggern kann. Hab so das Gefühl, so richtig treffe ich die nicht, ne? Also, das ist der Weg, den ich gehe. Der ist voller Sumpfmonster. Das ist einer der einfachen. Und der andere Weg ist, glaube ich, eher für Echsenmenschen und so ein Geschiss gedacht. Von daher, ja. Hier konnte man im ersten... Die immer schön... Ha! Knapp getroffen. Ja, die treffe ich so nicht. Na komm her. Da ist nichts zu holen. Cool, jetzt will ich nochmal gucken. Da ist noch einer von diesen Echsenmenschen. Die sind natürlich richtig schön. Resistent gegen Feuer. Ist nur einer, ne? Super. Ja, ich bin so eine kleine Erfahrungssau, um so viel zu kriegen, wie ich. Um so viel Erfahrung zu kriegen, wie ich kann. Aber da brauchen wir gar nicht nachgucken. Die haben wirklich nie etwas. Warum, weiß ich nicht, ob es so gewollt ist oder nicht. So, die Sumpfratte. Die ist da wohl festgeglitscht. Ich glaube auch nicht, dass ich die treffe. Die ist da irgendwo im Baum drin. Da gibt es noch ein paar. Ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn ich den einen jetzt angreife. Ob da jetzt zwei oder drei Echsenmenschen kommen. Und deswegen mache ich mich mal voll und speichere vorher mal ab. Gut, der scheint hier ein bisschen fest zu glitschen. Wenn die wenigstens was wert wären, die Echsenschwerter. Aber das ist ja nicht der Fall. So, dann komm mal her. Hier im Wasser will ich eigentlich nicht kämpfen. Na gut, geht auch so. So, da sieht man schon im Hintergrund den Drachen. Und der steht hier relativ alleine, von daher... Der Weg ist safe. Gut. Dann mache ich mich nochmal... auf den Rückweg von diesem Drachen. Speichere aber vorher nochmal ab. Von diesem Weg. Und guck mal, ob ich mich hier so ein bisschen durchmogeln kann. Okay, ist nur einer, das ist perfekt. Hallo, danke. Komm her, du hast mich doch gesehen, hm? Super, komm zu Papa. Also wie gesagt, der Sumpfdrache ist jetzt auch von den Monstern her nicht so schlimm.
Finde ich gut. Und dass das so super geklappt hat. Aber ich glaube, das sollte es jetzt auch gewesen sein. Was mich so ein bisschen erstaunt, dass es doch so kurz war. Gut. Dann muss ich mich aber nicht um die Drachenjäger kümmern, weil die könnten nämlich hier auch ganz schön auf die Fresse kriegen. Ich gehe jetzt nochmal in Cavalons Hütte und heil mich nochmal kurz. Und dann nehme ich mir die Jungs mit. Dann könnte man nämlich bei dem Drachen etwas machen. Ich hoffe allerdings, dass das... Ja, hart. Das wird hart. Ach, weißt du was? Komm, das machen wir im nächsten Part. So, ich gehe jetzt hier pennen, stehe auf, speichere ab und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier. Bis dahin, macht's gut. Ciao.